Oh Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von GTA San Andreas. Wir sind hier am Ammo Nation und ich habe mir gerade noch eine Schutzweste geholt, um für die neue Mission vorbereitet zu sein. Oh, und wir kriegen auch noch einen Anruf. Von wem wird da denn sein? Oh, Woozy. Hey, you should know you can't rush the seduction of a lady. Okay, give me a call when you got it. Ja, mach doch mal keinen Stress, Woozy. Wir haben noch viel Zeit dafür. Und wir werden uns auch noch viel Zeit dafür nehmen. Weil wir nämlich jetzt erstmal ins Caligulas fahren. Da gibt es eine neue Mission. Ken hat uns ja schon ein bisschen was erzählt, dass irgendwie Mafiosis da sind. Klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ja genauso. Und hier sind wir auch schon. Und die Mission ist im Gebäude selbst anscheinend. So, schauen wir doch mal rein. Das wird übrigens, ja, na, brauche ich ja nicht mal zu erzählen, aber hier werden wir dann früher oder später mal einbrechen. Im großen Heist von GTA San Andreas. Oh, und da freue ich mich auch schon. Also die Mission, die ist schon so lange her, seitdem ich das letzte Mal... Ach nee, wo muss ich denn hier lang? Ich glaube, völlig falsch. Ist schon so lange her, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also das wird... Ah, da freue ich mich einfach drauf. Mal gucken. So, jetzt erstmal die Mission hier. Freefall. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, a vouch for me, I'm a straight killer. Oh, but one-man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go home. You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Ziemlich nice. Okay, alles klar. Oh, ein schönes Motorrad. So, also wir haben jetzt die Mafiosis kennengelernt. Quasi die, die wir aus GTA 3 kennen. Das Spiel werde ich natürlich auch noch let's playen. Seid da auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Aber es ist schon schön, wie die Charaktere hier in GTA San Andreas wieder vertreten sind. Das freut mich wirklich sehr. So, wir sind jetzt hier am Flughafen. Klau das Flugzeug im Hangar. Okay, wird es bewacht? Ich glaube schon, oder? Weil klauen heißt ja meistens... Nö, okay, alles klar. Why not? Ab in den Dodo. Die Maschine mit den Killern soll bald landen. Fang das Flugzeug ab, bevor es in Las Venturas ankommt. Und das auch noch bei Nacht. Aber hier sollten wir alles ganz gut sehen können. Am besten ist tatsächlich wieder, wenn wir wieder mal aufsteigen, weil auch das Flugzeug wird, glaube ich, in großer Höhe sein. Ach, schön hier wieder Las Venturas bei Nacht zu sehen. Wunderschön. Natürlich haben wir aber auch wieder das beste Flugzeug. Also uns will man ja irgendwie auch nichts schenken. Habe ich so den Eindruck.
So, dann muss ich eigentlich hin, ganz weit raus von der Map oder was? Und ich kann euch versprechen, Leute, und das werden wir vielleicht sogar noch in diesem Part hier machen. Es wird meine, ja, ich würde schon fast sagen, Lieblingsmission kommen, beziehungsweise meine Zweitlieblingsmission vielleicht. Aber nicht umsonst sehen wir gerade Charaktere aus GTA 3. Haha, das hat nämlich noch einen anderen Grund. Und den werdet ihr nach dieser Mission dann sehen. So, muss ich jetzt eigentlich hin? Ja, kommen wir auch mal zum Ziel. Okay, ich klicke jetzt hier einfach mal weiter. Weit hinaus aufs Meer. Weil irgendwann muss ja mal was getriggert werden hier an Missionen. Irgendwie sieht es gerade auch so aus, als wenn sich der Punkt bewegt. Ja, und in unsere Richtung kommt. Ist es vielleicht hier ganz oben? Nein. Oder muss ich da einfach nur hinfliegen jetzt zu dem gelben Punkt? Kann gut möglich sein. Bring deine Maschine hinter das Flugzeug. Okay, dann wenden wir mal. Ja, wo ist denn das Flugzeug? Wir müssen jetzt hier links sehen eigentlich. Es müsste vor uns irgendwie auftauchen. Aber wir sind doch schon am höchsten Punkt. Hallo? Unter uns ist es ja nun nicht. Also Leute, seht ihr's? Muss ich jetzt wieder runter? Nein. Ja, wo ist es? Ich gehe mal in eine andere Perspektive. Ach, dort unten ist es, okay. Ja, wieso klingt das so tief? Oh shit, und ich glaube, wir müssen uns sogar sehr beeilen. Alles klar. Oh Mann. Okay. Und natürlich starten wir wieder hier. Oh, unnötig. Ach, ich muss sagen, meine Fails sind manchmal echt sinnlos. Aber ich dachte halt wirklich, wir müssen echt hoch hinaus. Aber tatsächlich mussten wir das gar nicht. Mist. Ja, gut. Wir wissen es jetzt. Jetzt fliege ich mal auf Standardhöhe. Dann kommen wir auch wesentlich schneller zum Ziel. Beziehungsweise, ja, Standardhöhe. Ja. Ich denke mal, so passt das hier schon. Ach, Mist. Ja, ich dachte nämlich schon, also viel höher kann ich doch jetzt gar nicht fliegen. Das war gerade echt Mist von mir. Tut mir übelst leid. Ich hoffe mal, er verzeiht mir. Aber es ist ja nichts. Ja, man. Was war das jetzt für ein Strahl? Okay. Es nützt ja manchmal nichts. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt das Ziel schneller erreichen. Schön auf jeden Fall, wie sich das Meer auch im Mondlicht hier so spiegelt. So, und ich hoffe ja, von der Höhe müsste es eigentlich jetzt passen. Und ja, das Flugzeug kommt wieder. So, wo wird es jetzt sein? Wir müssen es eigentlich gleich sehen. Ja, hier unten ist es. Hier ist es. Und jetzt wird es getriggert. Wir kehren um. Ja, optimal. So muss das laufen.
Kommt. Jawohl, sehr gut. Oh, CJ, was machst du denn jetzt? Alter, bist du wahnsinnig. Ja, CJ, also du hast echt keine Hemmungen. So. Ja! Achso, ich darf den Knopf. Wollte schon sagen. So. Ah, jetzt muss ich nachladen. Gut, optimal. Von hinten. Ach, da, Kapitän, okay. Sehr gut, da haben wir die Mafiosi schön ausgeschaltet. Fliege das Flugzeug zurück zum Flughafen. Mache ich doch sehr gern. Und endlich mal ein richtiger Chat hier, mit dem wir fliegen können. Mega geil. Jetzt das Landen, davor habe ich noch ein bisschen Angst, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wo ist denn der Flugzeug? Ach, dort. Dort ist die Landebahn. Ich finde es halt trotzdem ein bisschen blöd, muss ich sagen, dass sich die Welt ja sehr langsam aufbaut. Wenn GTA San Andreas so eine Weitsicht bekommt, dann müsste das einfach schneller gehen. Meine Meinung zumindest. Das sieht halt von Weitem trotzdem nicht schön aus. Gut, dann landen wir mal den Jet. Perfekto. Kommt zum Stillstand. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, ich habe es euch ja versprochen. Bleibt mir immer stehen. Oh, ein Anruf wieder. Was ist das? Wieso bin ich auf dem Boden? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? Well, we need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Oh, Tenpenny, mir schwammt Übles. Aber gut. Oh, ich will das Taxi. Gib mir das Taxi, ja. So. Ja, das machen wir natürlich erst später. Beziehungsweise. Da brauche ich eigentlich einen neuen Punkt vom Caligulas. Ha? Weil ja, ich habe doch jetzt keine neue Mission. Nein. Nur die von. Tenpenny, der uns gerade angerufen hat. Und schon etwas ernster geklungen hat. Ich probiere jetzt nochmal, indem ich dann jetzt einfach aussteige. Vielleicht wird die dann getriggert. Nein, auch nicht. Also müssen wir tatsächlich die Mission von Tenpenny machen, oder was? Wobei ich mir das gerade gar nicht vorstellen kann. Weil die zwei Missionsstränge haben ja eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, also tatsächlich. Ich versuche jetzt nochmal eins, Leute, indem ich einfach speichere. Vielleicht triggert das ja irgendein Event. Und falls nicht, ich habe es euch versprochen, aber dann machen wir einfach jetzt die Tenpenny-Mission. Weil das nützt ja nichts. Wenn ich euch was verspreche, dann halte ich das natürlich, dass der Part jetzt noch nicht zu Ende ist. So, jetzt nochmal hier aussteigen. Hm, tatsächlich. Ja, machen wir hier mal den freien. Okay. Ja, dann begeben wir uns doch mal zu Tenpenny. Ich mache mal hier noch den Point an. Da führt uns oben lang. Holy shit. Okay, ja. So, dann steige ich jetzt aber nochmal aus. Ich will das jetzt einfach wissen.
Ja, also wir müssen die Tenpenny-Mission zuerst machen. Und das ist auch kein Problem. Auf jeden Fall die letzten Missionen, Leute. Ich finde die einfach nur mega episch. Also obwohl die so schwer sind, siehe auch letzten Part wieder. Obwohl die jetzt ging eigentlich. Aber obwohl die so schwer sind, feiere ich die einfach übelst, weil hier wirklich noch Ideen reingesteckt wurden. Zumindest jetzt bei den letzten Missionen in Las Venturas. Aber ich bin sehr gespannt, was Tenpenny jetzt für uns hat. Also, er klang auch so ein bisschen wie, als wie, als wenn ich jetzt Angst vor ihm haben müsste. Und ich habe auch ehrlich gesagt etwas Angst. Weil so klang Tenpenny schon lange nicht. Am Anfang hat er immer so ein bisschen Späßchen gemacht. Ach, Carl. Ja, du bist schon eine Maus oder sowas in der Art. Im Sinne von, ja, du kannst mir überhaupt nichts anhaben. Vielleicht hat er auch jetzt mehr oder weniger Angst, weil wir ihm so gefährlich werden. Ich meine, wir haben ja jetzt schon einen ordentlichen Karrieresprung hier in San Andreas, ja, vollzogen. Haben wir uns ein paar Freunde aufgebaut. Auch das Four Dragons, also Woozi hat ja auch eine kleine Armee hinter sich stehen. Wer weiß. Ich bin auf jeden Fall äußerst gespannt. Und wir sollen uns auch in die Geisterstadt begeben. Geisterstädte stehen ja normalerweise für Orte, wo keiner so schnell hinkommt. Boah, statt jetzt schon hier rennt einer so schnell, aber dabei war das ein Moped. Mal gucken. So, Tenpenny, was hast du für uns? Rein in die nächste Mission. High Noon. Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You Vato asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. Oha, soll das jetzt eine Drohung sein? Eddie, Tenpenny just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you. Fucking die! Holy shit! Alter, hier passiert was. Am besten ist wirklich bei dieser Mission ihm komplett gleich in den Reifen zu schießen, weil sonst wird das mehr als schwierig. Ihr seht, er driftet jetzt auch nur noch rum. Kommt gar nicht mal richtig zu fahren, der Kollege. Weil es ist halt so, dass sein Auto ohne Ende aushält. Aber wirklich ohne Ende. Und es ist schön, wenn wir ihn jetzt endlich killen können, weil dann steht uns nur noch Tenpenny im Weg. Da. Ballert ohne Ende hier drauf. Und ich hoffe jetzt mal, ich habe jetzt noch genug Munition. Boah, wo fährst du denn lang, Kollege? Ja. Das Schönste wäre eigentlich, wenn er sich jetzt überschlägt.
Und wir haben keine Munition mehr, aber wir können jetzt schön auf ihn ballern. Jawohl. Alter! Ja, ist klar! Wie Munition... okay. Ja, das überspringen wir jetzt. Vor allem, wie viel hat er ausgehalten, bitte? So, jetzt ballern wir auf alle seine Reifen. Sehr schön, ich glaube, zwei Platten habe ich ihm geschossen. Boah, wie viel der aushält. Ja, komm. Fahr zu, Mann. Da habe ich seine Reifen überhaupt getroffen, weil der jetzt zu lang rast. Ja. Stirb. So. Okay. Also ich glaube, ich wäre auch dann definitiv... Was machst denn du? Mit der Minigun auf ihn ballern? Komm. Komm rüber, du Schmonk. Jawohl. Minigun. Ach nee, hier ist er. Haha. Not feeling so fucking full of yourself now, huh? Yeah, well, them's the breaks, fuck. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Selbst im sicheren Tod ist Pulaski einfach nur ein Arschloch. Er hat es nicht anders verdient. Leute, ich hoffe, ihr seht es genauso. Pulaski ist down. Hernandez ist down. Alle Bewacher von Tenpenny sind down. Oh Mann. Und der Typ wird sich ordentlich einkacken. So viel kann ich euch sagen. Falls er denn überhaupt weiß, dass wir noch am Leben sind. Das kann ja natürlich auch sein. Aber ich glaube, er wird Pulaski vergeblich versuchen anzurufen. Und nach Hilfe zu bitten. Beziehungsweise... ja... ob wir denn tot sind. Leute, auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder. Beziehungsweise kann ich jetzt nochmal schnell aussteigen. Und wir kriegen noch einen Anruf. Hallo? You've hung us up to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg? I'm surprised you remember. Look, I forgot y'all, man. Just hang in there. Easy for you to say. This Salvatore guy might whack me at any moment. Ja, wir haben jetzt noch die letzte Mission bei Caligulas vor uns. Die machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Seid sehr gespannt. Die Mission ist mega episch. Bis dahin, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Es ist wieder mal viel passiert. Wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten. Haut rein, macht's gut und ciao, euer Bashix.